Diskriminierung. Darüber zu sprechen fällt Betroffenen oft schwer, denn sie fühlen sich häufig machtlos oder haben Angst, nicht ernst genommen zu werden. Mit einem Antidiskriminierungskonzept hat die Hochschule Düsseldorf Möglichkeiten geschaffen, um Betroffenen zu helfen und ihnen Raum zu geben, um über ihre Erfahrungen und Veränderungswünsche zu sprechen. Sie wurden an der HSD diskriminiert? Dann ist die Erst- und Verweisberatung der Hochschule eine erste mögliche Option für Sie. Hier können Sie aus einer Gruppe von Personen die für Sie passende Ansprechperson auswählen. Vielleicht ist ja auch ein bekanntes Gesicht dabei. Die Erst- und VerweisberaterInnen haben ein offenes Ohr für Sie und nehmen Ihr Anliegen ernst. Gemeinsam wird besprochen, wer eine passende Anlaufstelle für Ihr Anliegen sein könnte. Zudem kann die antidiskriminierungsbeauftragte Person eine spezialisierte Beratung zum Thema Diskriminierung anbieten. Die Beratung ist parteilich und hilft, das Geschehene einzuordnen. Sie als betroffene bzw. ratsuchende Person stehen dabei im Mittelpunkt und entscheiden selbst, wie Sie nach der Beratung weiter vorgehen möchten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine offizielle Beschwerde an der Hochschule Düsseldorf einzureichen. Diese wird neutral nach juristischen Kriterien geprüft und bearbeitet. Es werden Informationen zum Sachverhalt eingeholt, sowie mutmaßliche Verantwortliche und ZeugInnen befragt. Bei Bedarf werden Maßnahmen angeordnet. Eine gütliche Einigung ist ebenfalls jederzeit möglich. Alle Beratungsangebote an der Hochschule Düsseldorf sind kostenlos und werden absolut vertraulich behandelt. Sie können sich auch zunächst anonym an eine Beratungsstelle wenden. Wenn Sie von Diskriminierung betroffen sind, zögern Sie nicht, eine Beratungsstelle zu kontaktieren. Wir an der HSD setzen uns aktiv für den Schutz vor Diskriminierung ein. Sprechen Sie uns an.